Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu «Nachgefragt», die Sendung, die es wissen will. Unser heutiger Gast ist Rita Famos. Sie ist die allererste Ratspräsidentin der Schweizerischen Evangelisch-Reformierten Kirche. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Famos. Schön sind Sie hier. Guten Abend miteinander. Frau Famos, wie kommt es dazu, dass es so lang gegangen ist, dass endlich mal eine Frau die Schweizerische Evangelisch-Reformierte Kirche leitet? Ja, in der reformierten Kirche sind wir nicht anders als in der Gesamtgesellschaft. Das hat einfach seine Zeit gedauert, bis sich die Frauen durchgekämpft haben. Vor 100 Jahren haben die ersten Frauen angefangen, Theologie zu studieren. Sie sich müssen erstreiten, dass sie dürfen auch arbeiten, dass sie ordiniert werden können. Und dann sind sie langsam so in den kantonalen Kirchen in die Leitungsfunktionen gekommen. Und dann ja, ist es dann jetzt letztes Jahr so wie gewesen, dass die Synode eine Frau wählen konnte. Aber es ist wie in der Gesamtgesellschaft, es hat einfach seine Zeit gebraucht in der Kirche. Vom Moment, als die erste Frau Theologie studiert hat in der Schweiz, bis ich Präsidentin geworden, ist es rund 100 Jahre gegangen. Jetzt, Sie haben ja selber auch Theologie studiert. Sie sind Pfarrerin ursprünglich. Sie haben in den 80er Jahren studiert. Wie sind Sie dazu gekommen, überhaupt Theologie zu studieren? Das ist ja nicht so naheliegend. Ja, ich war engagiert in der Jugendarbeit der reformierten Kirche von unserem Dorf. Ich habe dort mit anderen Jugendlichen nächtelang diskutiert über Gott und die Welt. Wir haben ein Programm aufgestellt für jüngere Kinder. Und dort habe ich gemerkt, ich will mehr wissen von dieser Bibel, ich will mehr wissen von diesem Jesus, ich will auch wissen, wie kommt es zu diesen Widersprüchen in dieser Bibel, wie ist die entstanden? Wie hat die über 2000 Jahre können überstehen, die Botschaft, und ist heute immer noch, brennt uns immer noch. Und das war so mein Wissensdurst auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat mich der Beruf fasziniert. Und ich bin in ein Praktikum zu einem Pfarrer im Berner Oberland. Ich bin 2 Wochen bei ihm und seiner Familie im Pfarrhaus gewohnt, bin nachgelaufen, habe alles kennengelernt und habe dort auch die Leidenschaft für diesen Beruf, wo die Menschen von der Wiege bis zur Bahre begleitet, so vielseitig ist, wie glaube ich, kein anderer Beruf kennengelernt und auch dafür gefasst. Und das hat es gemacht, dass ich gefunden habe, jetzt will ich Theologie studieren. Frau Famos, wie war das familiär? Ich meine, es muss ja irgendwie ein Umfeld geben, das das unterstützt. Wären Sie in ganz einem anderen Zusammenhang, Kontext aufgewachsen, wo man gesagt hätte, nein, also Kirche ist nichts, dann wären wir vielleicht nicht unbedingt so drauf gekommen, Theologie zu studieren in den 80er Jahren. Nein, das Theologiestudium war wirklich eigentlich jetzt nicht von der Familie inspiriert. Ich bin aufgewachsen mit 2 Geschwistern, mit einer alleinerziehenden Mutter. Wir haben einfach so normal das Kirchenprogramm mit Sonntagsschule und Konfunterricht, aber wirklich nicht mehr gemacht, wie nachgefeiert. So. Und man hat mir einfach keinen Steinweg gelegt, zum Theologie zu studieren, aber die Leidenschaft für Theologie oder die Sehnsucht, dort mehr zu wissen, das ist wirklich in der kirchlichen Arbeit entstanden. Also es ist speziell, weil ganz viele Jugendliche, die sich damals müssen für ein Studium entscheiden mussten, die ja auch in Konfunterricht gegangen sind, haben ganz anders studiert. Also es ist doch auch speziell, dass sie sich für diesen Weg entschieden haben und dann noch nicht einmal ein besonderes Umfeld hatten, wo das so voll unterstützt hat. Einfach, sie sagen, kein Steinweg gelegt hat. Ja, also es ist schon speziell und natürlich im ganzen Jahrgang jetzt vom Gimmer Burgle, von ich gesehen bin ich die Einzige gesehen, wo nachher das Theologiestudium gewählt hat. Man ist schon ein bisschen eine Exotin gesehen, aber also damals habe ich mit 80 Studierenden angefangen. Also damals ist die theologische Fakultät noch grösser gesehen als heute. Es ist schon ein bisschen ein Boom gewesen, Theologie zu studieren. Aber ja, man musste ein bisschen den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen. Und das hatte ich schon immer. Gegen den Strom schwimmen, Sie sind nach Bern,
haben angefangen, Theologie zu studieren. Und ich würde Ihnen gerne mal das erste Bild zeigen, das wir möchten hier einbringen möchten. Ja, was ist da passiert in Bern? Ja, genau. In Bern hat es natürlich viele junge Erwachsene gehabt, die ebenfalls Theologie studiert haben. Und dann hat die junge Herr aus Luzern mit Bündner Wurzeln, wo ich auch den schönen Namen von ihm angeheiratet habe, habe ich den kennengelernt. Auch wir haben nächtelang diskutiert und so unsere Theologie auch zusammen entwickelt in vielen Gesprächen. Und haben die am Schluss vom Studium nach dem Aufenthalt in den USA haben wir geheiratet und ja, eine Familie gegründet. Und auf diesem Bild, also wir sind nicht jeden Tag so angelegt, sieht man uns auf dem Weg zum Neujahrsbau von der von Oster. Genau. Oster, damit verbindet sich ja auch eine Pfarramtszeit bei Ihnen beiden. Ja, also ich habe zuerst allein angefangen, 100%. Mein Mann hat immer gefunden, er braucht noch ein zweites Standbein, hat noch in St. Gallen Jus studiert. Und als er fertig war, haben wir Kinder bekommen und haben auch Jobsharing gemacht. Wir haben 5 Jahre, als unsere Kinder ganz klein waren, das Pfarramt geteilt. Eine sehr spannende Erfahrung zusammen. Das Jobsharing, zusammen die Kinder, zusammen im Pfarrhaus zu sein, das war eine sehr spannende Erfahrung. Wie muss ich und, das vorstellen? Später im Pfarrhaus, wie haben Sie dort gelebt mit Mann und Kindern? Ja, also wie eine normale Familie. Also, wir haben einander natürlich so ein bisschen Pfauen in die Hand gegeben. Entweder hat man den Kind geschaut oder für das Pfarramt gearbeitet und man hatte fliegende Wechsel gehabt. Wir haben eine katholische Pastoralassistenzfamilie nebendran gehabt. Also, die haben auch Kinder gehabt, so ein bisschen die gleiche Situation. Wir haben einander immer Kinder gehütet. Wir haben einen Mittagstisch gemacht im Pfarrhaus für die Nachbarskinder. Also eigentlich, es war sehr ein Lebensquartier gewesen und wir waren als Pfarrfamilie eigentlich recht normal in diesem Quartier gewesen. Und mit den Kindern und mit den anderen Familien kommt man wirklich sehr schnell auch in Kontakt mit dem Quartier. Und wir haben einen Quartiergottesdienst auf der Wiese gemacht, neben dem Pfarrhaus und alle haben mitgeholfen. Es ist wirklich sehr ein schönes und ein lebiger Lebensabschnitt in diesem Pfarrhaus mit den kleinen Kindern und dem Jobsharing. Ja, man spürt es gerade, eure Begeisterung. Jetzt, das Pfarramt gibt ja auch kritische Seiten. Oder? Es gibt ja auch Herausforderungen, die einem dermassen schlauchen können. Wie war das für Sie gewesen? Oder ist das für Sie, ist das nie irgendwie eine Schwierigkeit gewesen? Also doch, ich bin der da zeitweise energiemässig an die Grenzen gekommen. Ich hatte wirklich einen gesundheitlichen Einbruch gehabt, einfach wirklich, glaube, weil mein Körper Signal gesendet hat, jetzt musst du auch ein bisschen aufpassen, weil das ist schon sehr streng gewesen. Und natürlich hat es nachher auch in der Seelsorge oder Begleiter von Trauerfällen Geschichten gehabt, wo einem sehr zu Herzen gehen. Also ich kann mich erinnern, wo ich hatte, eine Beerdigung, die einen Herzfehler hatte, wo wenn man selber Kind hat, das einem einfach wahnsinnig nachgeht. Und da bin ich auch froh gewesen, in einer Kirchengemeinde zu sein, wo ich 4 Kollegen noch hatte. Ich war die einzige Frau gewesen, plus mein Mann, also wo man auch austauschen konnte, sehr erfahrene Kollegen, wo man auch fragen konnte, wie machst du das? Oder auch mal sagen, du, das geht mir jetzt noch, kannst du das übernehmen? Also da haben wir wirklich sehr gute Zusammenarbeit auch gehabt. Und das ist sehr wichtig auch, also, dass man nicht das Gefühl hat, man muss alles stemmen und man muss alles allein stemmen. Wie ist euer Weg denn zur Seelsorge gegangen? Sie sind ja lange Jahre Abteilungschefin, also die höchste Seelsorgechefin gewesen von der in der reformierten Kirche Zürich. Wie ist der Weg gelaufen? Ich hatte am Anfang das Gefühl im Pfarramt, also als 26-jährige Frau, da in die schwierige Seelsorgegeschichte hineinzukommen, dass ich eigentlich vom Studium her zu wenig ausgerüstet bin und habe nachher eine Ausbildung gemacht als Systemtherapeutin.
Das ist der Ansatz, wo man immer das ganze System mit bedenkt, im Fokus hat. Ich fand, das passt gut zur Theologie, wo man ja mit Trauerfamilie redet, mit Tauffamilie redet, mit Konfamilie. Und hat dort sehr viel gelernt und auch Sicherheit bekommen. Und habe mit der Zeit auch in einem Ausbildungsteam für Seelsorge-Weiterbildungen gearbeitet und so mir so ein Know-how und eine Kompetenz angeeignet und auch eine Leidenschaft für die Seelsorge, dass mich irgendwann der Zürcher Kieler angefragt hat, ob ich die Leitung von dieser Seelsorge würde übernehmen. Und ich habe gefunden, so nach, bin ich 18 Jahre im Pfarramt gewesen, ist jetzt auch eine gute Zeit, um jetzt mal ein bisschen ins Kirchenmanagement einsteigen und auch das noch kennenlernen. Und habe die Stelle angenommen und für 7 Jahre lang die Seelsorge geleitet. Ja. In einem Interview haben Sie einmal gesagt, ihr dürft euch sehr gerne einsetzen für die Kirche, die ich liebe. Was ist das für eine Kirche, die du liebst? Das sind ja Aussagen, die wirklich sehr außergewöhnlich sind in der heutigen Zeit. Weil man spürt eure Begeisterung, man spürt eure Leidenschaft. Es ist unwahrscheinlich interessant zu sehen, wie Sie reagieren auf gewisse Erlebnisse. Was braucht es dazu, eine Kirche zu lieben? Kann man das überhaupt? Ich meine, Sie sagen es, wie funktioniert das? Ja, eine Kirche lieben ist jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen zugespitzt formuliert gewesen. Aber es ist schon die Kirche, die halt sehr eine offene Kirche ist, eine Theologie, die sehr offen ist, eine Kirche, die auch fähig ist, Fragen von der Zeit aufzunehmen. Eben, wir waren die erste Kirche, die Frauen ordiniert hat, zum Beispiel. Wir sind eine Kirche, die basisdemokratisch organisiert ist. Also ich war auch mal im Kirchenparlament, wo man wirklich miteinander auch gestritten hat und in welche Richtung dass die Kirche sich so weiterentwickeln. Das ist das, was mir an der reformierten Kirche gefällt. Das ist eine sehr vielfältige, eine moderne, eine offene Kirche, wo sehr viel möglich ist und wo man sehr viel Gestaltungsraum hat. Jetzt ist ja als Pfarrperson. Ja. Es ist ja viel möglich in dieser Kirche. Ich möchte euch gerne das nächste Bild zeigen. Das ist ja auch Kirche, was wir hier erlebt haben. Ich bin froh, wenn Sie es schildern, was Sie da sehen. Sie kennen die Personen näher aus dem beruflichen Kontext. Ja, wir haben hier einen Einblick in eine Synode von der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz. Also die Synode ist das Kirchenparlament. Also wir sind genau gleich aufgebaut wie der Staat. Und wir haben ein nationales Parlament, also quasi wie der Nationalrat. Und man sieht hier den Rat und auch also einfach den Rat, der letzte Rat mit meinem Vorgänger. Ich sehe nicht das ganze Bild jetzt von hier aus, aber es ist da mein Vorgänger drauf, ja, wo man ja weiss, dass es da einen Rücktritt gegeben hat von ihm und seiner Ratskollegin. Und ja, eine Kirche ist ein Ort, wo Menschen arbeiten, ein Ort, wo auch Fehler passieren. Und ich würde sagen, das Entscheidende ist nicht, die Kirche ist nicht ein Ort, wo keine Fehler passieren. Das Entscheidende ist nicht, dass keine Fehler passieren, sondern wie man mit Fehlern umgeht, dass man dazu steht und daraus etwas lernt. Und da sind wir, glaube ich, so dran. Frau Famos, das finde ich ausgezeichnet und das in Ihrer Funktion ist das absolut richtig, das so zu sagen. Aber lassen Sie es uns doch noch ein bisschen näher anschauen. Was da passiert ist letztes Jahr, geht das nicht auch ein bisschen weiter? Im Sinn, das ist nicht nur ein Fehler, sondern das hat vielleicht wirklich auch etwas mit Strukturen zu tun. Wie gesagt, es hat so und so lange gebraucht, bis wir jetzt endlich mal die erste Frau in dieser Funktion haben. Gibt es da nicht Zusammenhänge? Oder sehen Sie da nicht irgendwie auch, dass es da Verbindungen gibt? Ja, es ist natürlich, wie soll ich sagen, es gibt sicher Verbindungen auch, also zu der Genderfrage. Ich kann auch nicht sehr viel sagen zu dem, wo wir haben ja jetzt auch eine Untersuchung, die läuft, oder, die ich wichtig gefunden habe, nach der ersten riesigen Aufregung.
hat man doch irgendwie die Klarheit gefunden, die richtigen Massnahmen einzuleiten, eine Meldestelle einzurichten für Frauen oder für Leute, die das Gefühl haben, dass sie müsste etwas melden in einem Zusammenhang mit der unguten Situation. Wir haben ein Advokaturbüro beauftragt, die Geschichte zu untersuchen, und wir haben eine Untersuchungskommission eingerichtet, die jetzt den Bericht von dem Advokaturbüro in Empfang nimmt und nachher Empfehlungen ausspricht. Also es ist relativ viel Ruhe reingekommen. Ja, es ist keine schöne Geschichte. Ich kann noch nichts sagen, weil man noch gar nicht viel weiss nach der, wir warten jetzt auf die Untersuchung. Und es ist sehr traurig, dass das bei uns so passiert. Aber nichtsdestotrotz finde ich wichtig, dass man nachher die nötigen Massnahmen ergreift. Und ich glaube, das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt warten wir auf die September-Synode, wo dann die Ergebnisse vorliegen und wo wir dann können Konsequenzen ziehen und etwas daraus lernen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Die Hoffnung ist ja, dass sich auch das Klima ändert. Sie haben gesagt, Ihnen ist eine Kirche nahe, die offen ist. Was man da ja hat gesehen, ist genau das Gegenteil. Die Hoffnung mit Ihnen, die ganz viele Leute verbinden, ist wirklich, dass die Öffnung, dass die Offenheit jetzt wirklich auch umgesetzt wird, dass die spürbar wird. Ja, genau. Und ich bekomme auch viel Signal über, also dass jetzt die Kirche auch sehr ein offenes Gesicht, ein kommunikatives Gesicht hat. Und das freut mich sehr. Ich glaube, das ist jetzt so wichtig, dass wir da wirklich eben einen Schritt weitergehen, eine neue Kultur und vor allem auch Vertrauenskultur aufbauen. Oder es ist, wenn so Geschichten passieren, ist auch viel Misstrauen wird da etwas vertuscht, wird da nicht offen kommuniziert, und dass wir jetzt da wirklich offen kommunizieren, das ist sehr wichtig. Und dass wir eben, wie gesagt, die Lehre daraus ziehen aus dem, was da passiert ist. Offen kommunizieren, also bis jetzt ist es noch sehr geheim, man weiss herzlich wenig. Wir müssen warten, aber wie ist Ihre Akzeptanz jetzt auf römisch-katholischer Seite, wo ja keine Frauen in solchen hohen Ämtern akzeptiert? Ich kenne ja viele römisch-katholische Kollegen aus früherer Zusammenarbeit. Wir haben die Seelsorge auch sehr ökumenisch aufgebaut. Und jetzt im Zusammenhang mit der Bischofskonferenz, aber auch mit dem christkatholischen Bischof, da sind wir auf Augenhöhe, da fühle ich mich akzeptiert. Und manchmal muss man halt auch ein bisschen seine Frau stehen oder mal auf den Tisch klopfen, wenn man auch etwas will sagen. Ich glaube, das ist etwas, was ich gut kann. Ich habe ja schon mal die Schweizerische Ökumene geleitet, wo orthodoxe Priester und Patriarchen drin waren. Und ich glaube, als Frau muss man einfach auch lernen, sein Feld einzunehmen, sich nicht einzuschüchtern, wenn da jemand vielleicht ein bisschen laut oder ein bisschen behaupterisch auftritt. Und das sind auch Sachen, die ich viel im Austausch bin mit anderen Frauen, die ja mittlerweile auch in so Funktionen sind, sich zusammen Situation auch analysiert und so sich zusammen auch Mut macht. Aber bis jetzt, muss ich sagen, ist die Zusammenarbeit sehr gut, sehr offen, sehr kollegial. Frau Famos, ich möchte Ihnen gerne das dritte Bild zeigen. Mich nimmt Wunder, inwiefern euer klar seelsorglicher Hintergrund. Ich meine, Sie sind wirklich Seelsorgespezialistin. Sie haben ein Buch mit herausgegeben, Seelsorge gestalten, nahe vielfältig profiliert. Ein Buch, das auf sehr grossen Anklang gestossen ist. Inwiefern ist es genau gerade der Hintergrund, der Sie befähigt, in dieser doch sehr, sehr schwierigen Situation, wo sich die evangelisch reformierte Kirche Schweiz befindet, nach diesen Geschichten, die waren, die Situation wieder zu beruhigen und aufzufangen? Inwiefern sind genau Sie die richtige Person jetzt für diese Situation?
wird sich zeigen, ob ich dann wirklich die richtige bin, aber ich glaube schon, die Seelsorge-Skills, wo man sich in so einem langen, veramtlichen Leben aneignet, aber jetzt auch in meiner Weiterbildung vom Systemischen, die sind, glaube ich, sehr dienlich. Oder? Das heisst, Seelsorge tut zuerst mal hören. Wo bist du? Wie kommst du zu dieser Meinung? Was ist mit dir passiert, dass du hier stehst? Und ich glaube, das ist wenn man Vertrauen herstellen will, muss der Mensch, der es gegenüber ist, spüren, da ist jemand, der mich anlässt, der probiert, mich zu verstehen, bevor er oder sie urteilt. Das ist das eine. Und das andere ist die systemischen Skills, die ich mir angeeignet habe. Das heisst, nicht immer nur das Individuum sehen, sondern auch den Prozess und die Dynamik, wo abgeht, zwischen Individuen, zwischen Gruppen, die zu verstehen, die hinter zu fragen. Ich glaube, das ist auch sehr eine wichtige Eigenschaft jetzt in so einer Situation. Man muss networken. Wir wollen ja eine Gemeinschaft noch mehr werden jetzt da auf nationaler Ebene. Und ich glaube, das sind wirklich sehr gute Eigenschaften. Also zu hören, nicht Lösungen zu suchen, wo es gar kein Problem gibt, sondern zuerst zu hören, wo ist überhaupt das Problem, zu analysieren und nachher auch ganz wichtig, immer mit anderen zusammen unterwegs sein. Seelsorge schafft ja auch immer, dass man sich coachen, dass man Fallanalysen macht. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Eigenschaft, dass ich das Gefühl habe, ich muss nicht alles selber machen, sondern ich kann mit anderen Situationen analysieren, das ist, glaube ich, so das Nächste, ja, was sehr wichtig ist. Ja, das sehr schöne Motto, Seelsorge ist die Muttersprache der Kirche. Wie sehen Sie das? Was tun Sie dazu, dass die Muttersprache wirklich gelernt wird? Das ist sehr ein schönes Leitwort für die Seelsorge, das da die deutsche Theologin Karin Bosse-Huber mal in die Welt gesetzt hat. Muttersprache ist ja die Sprache, die ins Herzen geht. Oder ist die Sprache, wo man sich an seine Heimat erinnert, wo die Klangwelt, die Vertrauenswelt auftut. Sie kommt von Herzen. Und ich würde jetzt mal sagen, die Seelsorge ist der Ort in der Kirche, wo Herzensräume öffnet. Räume öffnet, wo Menschen sich anvertrauen können, wo Menschen sich öffnen können, wo Menschen Geborgenheit erfahren können, wo Menschen Heimat spüren können und so sich weiterentwickeln können. Oder auch, wo Menschen in Kontakt kommen mit der Transzendenz, mit Gott. Und ich glaube, das ist schon die Muttersprache, wie soll ich sagen, die Kernaufgabe der Kirche, in dem Sinn, die Räume zu öffnen, die Heimaträume. Ich meine jetzt nicht so ein Blumen-Ströckli-Heimat, sondern die Räume von der Geborgenheit, von sich können anvertrauen und aus dem heraus nachher Verkündigung lassen entstehen oder Gemeinschaften aufbauen. Aber ich glaube, am Anfang muss Seelsorge sein, die Sorge um die Seele. Und ja, wir machen ja auf nationaler Ebene, auf eure Frage zurückzukommen, was tue ich denn? Auf nationaler Ebene machen wir in dem Sinn nicht Seelsorge, das machen wirklich die Kirchengemeinden an der Basis und die Leute in den Spitälern und in den Gefängnissen. Aber ich werde probieren, auch Strukturen zu schaffen, wo man die Seelsorge weiterentwickeln kann, ökumenisch weiterentwickeln kann. Das, denke ich, ist sehr wichtig. Weil ich merke auch, das ist eine Tätigkeit von der Kirche, die auch sehr viel positive Resonanz in der Gesellschaft bekommt. Ja, es ist etwas von dem, was in der Gesellschaft am meisten erwartet wird, wie ja empirische Untersuchungen zeigen. Es ist wirklich die seelsorgliche Begleitung, die Präsenz da sein von der Kirche. Und es ist natürlich erfreulich, wenn Sie sagen, das wird gestärkt. Ja, genau, das ist wirklich eine Arbeit, die wir mit allen Mitgliedern zusammen angehen wollen. Ja,
1000 Weiterbildungen fördern und stärken, aber auch die Seelsorgepräsenz in weltlichen Einrichtungen stärken, im ganzen Gesundheitswesen, in den Bundesasylzentren. Da sind wir ja auch immer am Verhandeln mit dem Bund. Es ist uns wichtig, dass die Seelsorge bei diesen geflüchteten Menschen, die in diesen Asylzentren auf Entscheid warten, dass die Seelsorge dort auch ein menschliches Bild, das die Geschichte von der Schweiz zeigt. Da haben wir eine wichtige Funktion und auch die Menschen begleiten in ihrer Unsicherheit. Und ich glaube, das sind Sachen, die wichtig sind. Ja. Frau Famos, Seelsorge ist ja primär mal eine Haltung, die man einnimmt. Genau, Seelsorge ist eine Haltung vom Gewunder, würde ich sagen. Ich will gewundrig sein aufs Leben. Ich will das Wunder entdecken, das hinter jedem Mensch steckt, das hinter jeder Gemeinschaft steckt. Und ich glaube, mit dieser Haltung durchs Leben gehen, das Wunder entdecken, das ist etwas, das ich vielen Menschen oder allen Menschen wünsche. Das fördert die Gemeinschaft und fördert das Gespräch. Frau Famos, ganz herzlichen Dank für das Gespräch mit Ihnen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse.